Aber ich finde das schön, ne? Kinder so, ach, da haben wir uns das erste Mal geküsst und Gerda nochmal heraussticht, das erste Mal mit ihm. Vergiss das, mach mal weiter. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zur 6. Folge von Die Bachelorette. Woohoo! Ja, in dieser Folge werden die Rollen mal umgedreht und Gerda muss den Home Dates. Das bedeutet, sie muss die Familien von den einzelnen übrig gebliebenen Kandidaten treffen und sich dort ein bisschen bewähren und auch mal sympathisch präsentieren und Mühe geben. Ne, Gerda? Ja, doch bevor das passiert, haben wir noch 6 Kandidaten im Rennen und leider können nur 4 weiterkommen und da muss Gerda noch mal ein bisschen aussieben, ne? Und wir fangen direkt an mit einem wundervollen Gruppendate, wo Gerda mit den Jungs irgendwie Essen vorbereitet für ein Einzeldate, was nur einer später am Abend haben wird, was sehr seltsam ist, weil alle helfen müssen. Fangen wir an! Und ich werde auch noch ein paar von euch rausziehen und Einzelgespräche führen. Es gibt beim Gruppendate sogar wieder Einzelgespräche und jeder darf so 5 bis 10 Minuten mit Gerda ein bisschen quatschen. Oh, wie toll. Und alle Jungs gucken dann schon so, was? Wir dürfen mit Gerda wieder alleine sprechen? Also langsam nervt mich das ein bisschen, dass alle so ein bisschen, ne? Naja, aber es kommt jetzt auch zu tollen Einzelgesprächen und das erste führt halt Tim mit ihr. Und wenn ich von einem Date nach Hause komme, dann spricht man natürlich über die Sachen. Oh, wie not amused Gerda guckt. So, Tim, ja, ich habe Keno davon erzählt, dass wir ein bisschen miteinander rumgebundelt haben. Und Gerda einfach nur so, was? Kannst du nur? Oh no. Oh no. Ich habe ja mit Keno ein bisschen gesprochen. Ah ja, du hast mit Keno ein bisschen drüber gesprochen. Schön. Help. Um ein bisschen von diesem Sexthema wegzukommen, wollte Tim dann auch noch ein bisschen Übergang machen, dass er ja Gerda auch recht interessant findet, ne? Du gibst mir immer Feedback. Mit einer Rose und um dir mal Feedback zu geben. Da sagt Tim nur Übernachtungsdate und Fring! Dinge, die plötzlich gezeigt haben, dass ein positives Feedback für Gerda im Rahmen des Möglichen ist. Ja. Warum müsste sie mit dem Keno und mit Tim nochmal so viel reden, obwohl sie den Tag davor mit ihm geredet hat? Ja, Marco, was könnte das wohl bedeuten, wenn Gerda schon wieder Zeit mit Tim und Keno verbringt und mit anderen nicht so viel Zeit? Oh, das ist so ungerecht, oder? Oder das bedeutet einfach, dass die anderen nicht ganz so interessant für Gerda sind. Aber ach, jeder sollte doch seine Chance bekommen. Genauso wie Andreas, der so viele Einzeldates mit ihr hatte. Wow. Ich würde auch gerne quatschen. Oder ist schon wieder vorbei? Müsst ihr mir dringend was sagen? Ich wollte eigentlich nur die ernsten Gespräche führen, wo ich halt noch wirklich Gesprächsbedarf hatte. Burn, armer Florian. Ich glaube, Florian heißt der. Was ein kleiner Diss schon, ne? Ich wollte nur die ernsten Gespräche führen und da gehörst du leider nicht zu. War auch sein Blick so wirklich so, ja, natürlich will ich mit dir reden. Ja. Ja, nett von Gerda. Und die Jungs durften dann nämlich auch wieder gehen. Sie hat nämlich nur mit Tim, Kino und David geredet und dann konnten alle wieder gehen. Aber Serkan, der durfte nämlich zum Einzel-Dinner-Date bleiben. Der Glückliche. Wenn es 6 sind, der muss mal dann irgendwie abliefern. Hey. Ist alles gut? Ja, bitte. Er gerade ihre Schulter zur Begrüßung geküsst. Das nenne ich mal abliefern. Richtig gut gemacht, Serkan. Ja, und die haben dann ein wundervolles, gemeinsames, sexy, romantisches Date ohne weitere Zwischenfälle. Die Schulter von Gerda blieb danach ungeküsst. Und am nächsten Tag kam es schon zum Mittag der Rosen. Weil es halt nicht Abend ist oder Nacht oder whatever. 2 müssen gehen. Wer wird es wohl sein? Darf ich kurz was sagen, Gerda? Der liebe Florian hat nämlich gemerkt, hey Gerda, du hast so null Interesse. Ich würde gerne dir sagen, dass ich gehen will, bevor ich keine Rose bekomme und dir gekorbt werde. Darauf habe ich auch keinen Bock. Und Gerda denkt sich so, oh, das ist eindeutig das Zeichen, er möchte jetzt gehen. Was sage ich da am besten zu? Und deswegen hätte ich dir heute auch leider keine Rose gegeben. Nur, dass es klar ist, du hast mich nicht gekorbt, sondern ich habe dich gekorbt. Gerda, lass ihm das doch. Man hat doch gemerkt, der so, ey, ich will gehen, bevor ich hier eh super uninteressant bin, ciao. Und Gerda so, ja, ich hätte dir sowieso keine Rose gegeben. Nett. Ja, und überraschenderweise fliegt auch Serkan raus. Also jetzt nicht so überraschend, aber er hat halt das Einzeldate am Abend zuvor bekommen. Und ja, trotzdem sind halt Marco, David, Keno und Tim weitergekommen. Und da gibt es jetzt auch die wundervollen Dates, Home Dates, yay. Und wir fangen an bei Tim und seinen Freunden, die nicht seine Familie sind, weil vielleicht hat seine Familie keinen Bock auf so einen Scheiß. Who knows? Yay. Mit den beiden hast du ja einen soften Einstieg. Von allen anderen bekommst du die Eltern kennenzulernen und dann hast du zumindest schon mal nicht das elterliche Befreien. Ja, ja, und mit soften Einstieg, da kennt sich Tim garantiert aus. Oh Gott, ich sollte damit aufhören mit diesen ganzen Anspielungen.
Ja, aber das Home-Date insgesamt bei Tims Freunden war damals auch nicht so spannend. Sie haben ein bisschen Uso getrunken und fanden sich alle ganz sympathisch. Team Tim. Und dann geht's auch weiter schon zum nächsten Date. Ich glaube, es war bei David. Ja, ich glaube, es wird ein echt cooler Tag mit den Eltern. Ja, natürlich wird es ein richtig cooler Tag mit den Eltern. Ich meine, man sitzt im Garten und redet ein bisschen nett. Wie cool. Ja. Das Händchenhalten ging, glaube ich, von David aus. Ich glaube, er hat so den ersten Schritt gemacht und meine Hand genommen. Ja, das fand ich auch echt süß. Das fand ich auch echt süß. Gerda, die Worte finden muss, wie sie das nett umschreibt. Sie war bestimmt begeistert. So klingt es auch, oder? Klingt es nicht. Mom, wollen wir kurz mal ein bisschen abräumen? Ja. Und der Award für, wie kann man unauffällig zu zweit weggehen, geht an Davids Mutter. Ja, recht schnell, lass uns abräumen. Okay, ja. Und David und die Mutter wollen noch ein bisschen zusammen plaudern, wie die Mutter so Gerda findet. Ich bin jetzt echt gespannt, aber ich bin auch... Love you. Ja, David wollte noch erzählen, wie gespannt er so auf Gerda ist und die Mutter so, ach, halt die Klappe, love you, vorbei. Thema beendet. Ja, und damit war auch das wundervolle Date bei David vorbei und es geht rüber zu Marco. Da ist es nämlich mit einer Oma dabei und wir alle wissen, Omas sind manchmal echt cool. Kann gut beobachten. Und ich habe meistens recht. Okay, da freut man sich doch aufs Kennenlernen. Vor allem habe ich gerade irgendwie das Gefühl, das ist so eine Oma, die aus dem Fenster guckt und alles beobachtet. Seltsam. Ja, dann erzählt mal. So von euch. Ja, erzählt mal von euch. Ja, eigentlich haben wir noch nicht so viel miteinander zu tun gehabt. Einmal ein Date, wo wir geheult haben. Ansonsten knutschig und vögelig eigentlich mit anderen Typen rum. Wir mögen uns aber recht gerne. Da sind gute Chancen für Marco bei. Und ja, wir hatten eigentlich nur ein einziges Einzeldate, ja. Ja, aber wir haben uns eigentlich immer gut verstanden. Das ist vom Kern her ungefähr das, was ich gerade erzählt habe, oder? Ja, irgendwie schon. Ach, aber sie haben sich immer gut verstanden. Toll. Ja, mir fällt auch gerade auf, die Familien sind natürlich auch nicht so geil krass informiert wie wir coolen TV-Zuschauer oder TV-Now-Zuschauer und haben natürlich keine Ahnung, dass Gerda da andere Favoriten hat als Marco und David. Die denken sich natürlich auch, boah, mein Sohn ist ein Top 4, der hat gute Chancen, guck mal, die lächeln sich nett an, das ist ja ganz okay. Die wissen ja nicht, dass Gerda mit anderen Leuten rumgefühlt hat. Wie seltsam das sein muss, wenn die das dann später im TV sehen. Man ist bereit, halt irgendwie den nächsten Schritt zu gehen, weißt du? Und... Bam! Und jetzt wird hier auch der nächste Schritt gegangen und Marco holt auf und hat auch schon mal mit Gerda rumgeknutscht. Obwohl in dem Fall es ja von Marco ausging und nicht wie den anderen beiden Fällen von Gerda. Aber egal. Naja, und apropos rumgeknutscht, gehen wir direkt zu Keno. Und wie war das für euch eigentlich so, als ihr wusstet, dass er da mitmacht? Das ist auch eine gute Idee, habe ich gedacht. Warum nicht? Ne? Ja, warum denn nicht? Ne? Bei der Bachelorette mitmachen ist eine gute Idee. Warum? Nein. I don't know. Aussehen tut sie ja bombig, ne? Oh, danke schön, sie auch. Blond, danke. Kinos Mama und Gerda so ein bisschen am Rumflirten, ne? Du siehst gut aus, nein, du siehst gut aus. Die verstehen sich natürlich schon mal super, was eigentlich recht praktisch ist, wenn die Schwiegermutter einen geil findet, oder? Ich denke schon. Und da haben wir uns halt das erste Mal auch geküsst, ne? Oh, schön. Das erste Mal mit ihm. Aber ich finde das schön, ne? Kino so, ach, da haben wir uns das erste Mal geküsst und Gerda nochmal heraussticht, das erste Mal mit ihm. So. Weiter. Du bist nicht der Letzte. Wir warten die ganze Geschichte mal ab. Ja, und das war jetzt noch der Input des Vaters, der das ganze Essen lang eigentlich geschwiegen hat. So, wir warten die Geschichte mal hier ab. Ne? Machen wir hier nicht so voreilig, ne? Und damit sind auch die Einzel-Home-Dates, whatever, wieder vorbei. Und Gerda muss einen nach Hause schicken. Bei Keno habe ich manchmal das Problem, dass bei gewissen Situationen wir so ein bisschen aneinander geraten. Beispielsweise nach dem Übernachtungsdate mit Tim war er sofort so ein bisschen... Ja, grummelig. Ja, der vögelt mit Tim rum. Tim erzählt es Keno und Keno ist grummelig. Und Gerda so, warum das denn? Alter Mädel, dass der nur grummelig ist, ist doch schon... Wow. Wow. So, wir sind alle so ungefähr gleich auf. Oh ja, David, ihr seid ungefähr alle gleich auf. In welcher Traumwelt lebt der denn? Oh mein Gott. Für diesen Satz, für diesen Gedanken hat Gerda ihn wahrscheinlich auch rausgeschmissen, weil David musste leider gehen und im... Halbfinale? Ja, im Halbfinale sind Keno David nicht mehr. Und im Halbfinale sind Keno, Tim und Marco. Wer hätte es gedacht, dass Keno Tim es soweit schaffen? Naja, wer hätte gedacht, dass Marco Platz 3 wird? Ich meine, dass Marco im Halbfinale ist und noch Chancen hat zu gewinnen. Warum spricht man eigentlich von Gewinnen, wenn man eigentlich eine Frau datet? Egal. David, gib uns doch noch ein paar Abschiedsworte. Ich sehe das eigentlich ganz gelassen. Ich bin auch noch jung. Um Fame zu werden.
Danke für diesen Abschied, David. Wir werden dich sehr vermissen. Ja, und das war's dann auch schon in der aktuellen Folge. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wo ihr denkt, hey, der könnte gewinnen. Also Keno oder Tim, Marco. So. Falls es hier Team Markus gibt, meldet euch. Ich möchte gerne lachen. Und ja, ansonsten gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ich euch gefallen habe, könnt ihr mir gerne hier ein Abo da lassen. Und ansonsten da und da andere Videos von mir ansehen. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr das tut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Oder ihr seht mich beim letzten Mal, weil ihr das noch nicht... Ciao.